Moin! Herzlich willkommen hier zurück zur Samstag-Vormittagsausgabe Let's Play LS17 hier von Nordfriesischen Arsch. Vierfach-Map 1.9 ohne Gräben. Ja, wir stecken mitten in der Ernte. Drei Felder, vier Drescher, sechs Abfahrer. Und parallel bringe ich gerade mal eben 100.000 Liter Milch zur Käserei. Wir haben immer noch weit über 300.000 Liter Milch im Milchtank am Hof. Dann können wir mal gucken, was wir damit alles machen. Ich möchte die eigentlich ungern verkaufen, allerdings habe ich die Befürchtung, dass ich von diesem Stand gar nicht mehr runterkomme. Und damit wäre natürlich auch keinem geholfen. So. Jetzt bringen wir hier erstmal ein bisschen was hin. Und dann bringen wir noch ein bisschen was zur Molkerei. Gucken, wie viel wir da loswerden. Ja, ihr habt gesehen, gestern Abend kein Livestream. Keine Zeit. Heute Abend auch kein Livestream. Auch keine Zeit. Nächstes Wochenende wieder. Da gibt es wieder Livestreams. Und dann... Ja, das Wochenende danach. Also dann gibt es erstmal mindestens 2 Wochen keinen Livestream. Weil ich keine Zeit habe. Und dann kann ich es gar nicht sagen, ob es dann ab Mitte Juli wieder Livestreams gibt und wenn ja, wie viele. Entweder gibt es dann bis Ende Juli gar keine Livestreams oder, was ich mir auch vorstellen könnte, dass es dann sogar vielleicht in den Ferien nicht nur am Wochenende Livestream gibt, sondern zwischendurch auch nochmal so. Aber das kann ich eben noch nicht versprechen, das steht noch nicht fest. Das muss ich schauen. Ja. Aber auch das... kriegen wir auf die Reihe. So, wie gesagt, wir waren gerade bei der Käserei, habt ihr gesehen? Wir haben 100.000 Liter Milch hingebracht. Jetzt hole ich mir nochmal 100.000 Liter Milch, um die dann zum Dingens zu bringen. So, da vorne müsste mein Abfahrer stehen. Nö, steht nicht. Wo ist denn mein Abfahrer von Feld 15? Naja, egal. Wird sich einfinden. So, und einmal bitte vollmachen. Den Case Optum, der da gerade im Verkehr feststeckt, da mache ich mir jetzt gerade keine Gedanken drum. So, der ist aber voll, Feld 15, Roggen 81%. Wieso fährt der denn nicht? Der Vollhonk. Was macht der denn? Wo steht der denn? Bewusst, dass du auf deinen Abfahrer wartest, aber wo steht der Abfahrer? Warte, bis die Warteposition frei ist. Was ist denn für eine Warteposition? Sofort abfahren. Alter, chill mal dein Leben. Kümmere dich mal darum, dass hier der Drescher abgetankt wird und dann... Dann aber holla. Holla die Waldfee. So, Feld 5. Gut, die blockieren jetzt hier voll die Straße. Das finde ich jetzt im Moment erstmal noch gar nicht so schlimm. Ja, die Kreuzungspunkte brauche ich nicht mehr angezeigt kriegen. Aber das finde ich schlimm. So. Ja, hier bräuchte ich wahrscheinlich eigentlich tatsächlich nur noch einen Abfahrer. Aber wir gucken mal. So. Da hinten fährt der Optum zum Hof. Alles gut. Ja, der wartet jetzt eben. Das macht mir jetzt gerade gar nichts. So, 100.000 Liter Milch mal wieder. Jetzt haben wir innerhalb kürzester Zeit 200.000 Liter Milch eingeladen, sozusagen. So.
Kennt ihr eigentlich auch noch, also die Zugmaschinen hier, TGS Land von Landei, die sind ganz cool. Habt ihr noch andere Alternativen, die ihr gerne nutzt, die auch gut fahren, die auch in der Kurve nicht immer sich rausdrehen und so? Also ich hätte hiervon auch die Einachser, beziehungsweise die Zweiachser-Variante, das hier ist ja die Dreiachser-Variante. Die Einachser-Variante, die habe ich wieder verkauft. Die hat mir nicht gefallen. Die hat sich so oft gedreht in den Kurven, wenn man mit ein bisschen mehr Last schnell in die Kurve gefahren ist, dann war da schnell Ende Gelände. Und das ist bei denen hier zum Glück nicht so. Habt ihr sonst noch andere Zugmaschinen, Sattelschlepper-Zugmaschinen, die ihr empfehlen könnt, die cool sind? Dann gerne in die Kommentare damit. Genauso habe ich schon in einer anderen Folge gesagt, oh, das kriege ich nicht mal alles weg hier, oder? Ah, das wird ganz, ganz knapp. Nee, passt nicht. Schade. Ja, muss ich den hier stehen lassen. So, 300.000. Ja, dann ist das so. Wobei, nee, ich lasse ihn jetzt hier stehen. Und dann, mach ich mit dem mal los. Den hatte ich nämlich auch vorhin schon mal gesucht. Ja. Ach so, genau. Und zwar suche ich eine App. Ich weiß, dass es die gibt. Ich weiß aber nicht, ob die vernünftig funktioniert. Und zwar gibt es für den LS17 gibt es eine Notes-App oder eine Notizen-App, wo man im LS praktisch einen Notizzettel aufmachen kann und da Notizen draufschreiben kann. Das finde ich ganz cool. Das würde ich nämlich gerne auf unserem Dedi-Server installieren. Allerdings habe ich in den Kommentaren zu dieser App gelesen, oder zu diesem Mod, ich suche keine App, ich suche einen Mod, Entschuldigung. In den Kommentaren zu diesem Mod habe ich gelesen, dass er nicht läuft auf dem Server. Dass das, also es heißt zwar, es ist Dedi-tauglich, aber es gibt wohl ganz viele Schwierigkeiten, ganz viele Probleme und es läuft nicht richtig. Und daher, ja, werde ich davon absehen, das zu benutzen. Einfach, weil es keinen Sinn macht. Ja, weil ich, ja. Bringt mir nichts, wenn ich einen Mod habe, der nicht funktioniert. Also, ne, wenn er mir nur einen Error schmeißt. Ja, und zwar geht es eben bei uns darum, dass wir in unserem Multiplayer gerne Aufträge an den Lohnunternehmer geben wollen, was ja überhaupt kein Problem ist. Aber wir würden das gerne eben nicht, also wir würden das gerne per App machen, oder beziehungsweise nicht per App, sondern schriftlich machen, weil wir nicht immer alle gleichzeitig spielen. Ja, es ist also bei uns immer so, jeder spielt, wann er Zeit hat. Und so könnte man dann dem Lohnunternehmer einfach eine Nachricht schreiben und sagen, pass auf. Bitte drisch das und das Feld. Und dann kann der Lohnunternehmer das für uns machen und kann uns dann über MP-Manager die Rechnung stellen und wir können über MP-Manager ihm die Kohle überweisen, die ihm zusteht dafür. Und ja, das wäre so. Das wäre so das, was wir vorhätten. Kennt ihr da eine App mit Mod, mit dem ich das machen kann? Habt ihr Erfahrung mit diesem Notizen-Mod? Funktioniert der? Ich habe das auch schon gesagt, uns wurde also auch einmal Discord empfohlen, das wäre also tatsächlich eine Alternative, wobei ich es natürlich lieber im Spiel hätte. Und uns wurde die Dedi-App empfohlen, die fürs Smartphone ist. Die habe ich auch schon lange, da kann man dann eben dementsprechend ja auch Aufgaben verteilen. Aber ich hätte natürlich eigentlich lieber was ins Spiel komplett integriert ist, ne? Achso, wieso habe ich ihn jetzt eigentlich nicht umgeladen? Ich hätte gerne was, wo man das Spiel nicht für verlassen muss. Das wäre natürlich echt toll, wenn es sowas geben würde. MP Manager ist ja in Vorbereitung, sowas zu bringen. Also es kommt ja sowieso irgendwie eine neue Version oder ist gerade gekommen. Je nachdem. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es die neue Version noch nicht. Da ist es noch auf dem Farming-Tablet, aber es soll ja eine Version kommen ohne
ohne Farming-Tablet sozusagen. Und ja. Da kann das dann, da wird dann auch irgendwann wohl eine Auftragsverwaltung kommen, also dass ich Aufträge tatsächlich auch schreiben kann. Aber ja, noch ist es nicht da. Noch gibt's das nicht. Also erstmal in der neuen Version ist es sowieso nicht von Anfang an drin, so wie ich das mitgekriegt habe. Und ja, dann fahren wir jetzt den weiten Weg zu Aldi. So, aber ich will euch nicht hier voll heulen und irgendwie bitten, mir irgendwelche Mods zu nennen, sondern ich will jetzt Bier verkaufen. Auch wenn das nicht voll ist, ich fahre jetzt zu Aldi und verkaufe erstmal ein paar Paletten Bierfässer. Da gibt es gerade Höchstpreise für. Das ist doch super. Ab zu Aldi. Da, wo es all die guten Sachen gibt. Also man kann tatsächlich sagen, es gibt ja hier im LS, gibt es ja tatsächlich so ein paar Standard-Mods, glaube ich, die also fast jeder drauf hat. Also Kotte Universal-Pack zählt dann natürlich zu Fortuna-Fass auch ganz häufig zu finden. Ganz häufig hier dieses Fliegel-DPW-Pack, was wir hier benutzen. Ja, schon cool. Schon cool. Und dann natürlich Sachen so wie dieses Lexion Stage 4 oder wie das heißt, mit den Dreschern, auch ganz häufig bei vielen Spielern zu finden. Ja, das ist schon... Ich würde übrigens mal was gucken, ich weiß gar nicht, ob ihr das auch seht. Ja, seht ihr auch. 25 Frames habe ich hier nur, ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. Aber ich gehöre nicht zu denjenigen, die sich jetzt hier aufregen, dass ich hier nur 25 Frames habe. Weil... Also für mich läuft das hier flüssig genug. Ich weiß nicht, wie... Ich meine, gut, ihr seht eh nur einen Mitschnitt davon. Aber ich sitze hier vor einem großen Bildschirm. Also ich spiele das hier auf einem 48 Zoll Fernseher sozusagen. In Full HD allerdings nur. Und für mich ist das okay. Man darf aber eben auch nicht vergessen, dass ich parallel in Full HD aufnehme und ich habe noch zwei externe Bildschirme auch in Full HD dran. Ja. Allerdings habe ich auch eine doch eine recht gute Grafikkarte eigentlich. Daher, also sind diese... Hier habe ich jetzt 30 Frames. Bei der Holzindustrie war es immer... Also bei der alten Holzindustrie war es immer ein bisschen schlechter. Da hat es früher dann, als ich noch meine alte Grafikkarte hatte, auch dann immer mächtig geruckelt. Das ist hier jetzt zum Glück nicht der Fall. Ja. So, ich weiß auch gar nicht, ob ich das hier so eingestellt habe, dass er nur 30 Frames machen soll. Das kann sogar so sein. Aber es reicht mir. Es gab darüber gerade eine schöne Diskussion auf Facebook. Die dann sogar etwas ausartete. Ausartete. Nein, alles gut. So, ein bisschen Bier verkaufen. So, wo fahren wir jetzt mit dem hin? Da könnten wir eigentlich mal wieder ein paar Leerpaletten holen. Wo fehlten denn Leerpaletten? Ach, beim Eierhof. Ja, jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich den Anhänger nicht mit habe. Naja, gut, egal. Wir holen jetzt Leerpaletten und bringen die zum Eierhof. Damit es da weitergehen kann. Leute, und wir nähern uns schon wieder dem Ende. Aber die gute Nachricht ist, dem Ende der ersten Folge heute. Heute Nachmittag gibt es natürlich eine weitere. Heute Abend kein Stream. Nein, nein. Ja. Und ihr wisst ja, Kommentar, Like und Abo. Freue mich tierisch. Wenn ihr mich bei Facebook oder auf meiner Homepage besucht, freut mich das natürlich auch. Und noch mehr freut es mich, wenn ihr heute Nachmittag zur zweiten Folge wieder einschaltet. So, und in diesem Sinne sage ich jetzt einfach mal Ciao.